Krieg ist kein Ultima Ratio, also nicht letztes Mittel. Krieg ist Ultima Irratio, also der größte Fehler, den man machen kann. Und eine Militärpolitik, die nur wieder zu neuen Kriegen führt, die nützt am Ende nur Produzenten von Rüstungsmaterial. Die schaffen aber keine Sicherheit. Frieden schaffen mit immer weniger Waffen. CDU, Bundesparteitag. Der Slogan der Friedensbewegung, Nachrüstung, Nachrüstung kommt Krieg. Das ist die Katastrophe, weil die Verlierer sind immer die Zivilisten. Und in Afghanistan haben wir gesehen, wohin das führt. 2009 habe ich ein umfassendes Interview zu einer Bundestagswahl mal gemacht und habe gesagt, wir müssen jetzt anfangen zu planen, wie wir aus Afghanistan rauskommen. 2009. Damals bin ich ausgelacht worden von SPD und Grünen. Sie sind nicht bereit, darüber zu reden. Ich habe damals gesagt, mir graut vor dem Tag, an dem wir Bilder erleben, wie wir sie in Vietnam gesehen haben, als die Amis dann schmählich Vietnam verlassen mussten, weil die verfehlte Kriegspolitik zur Katastrophe geführt hat. Wir haben sie gerade erlebt. Das ist das größte Bewaffnungsprogramm für die Taliban, das es jemals gegeben hat. Ein berühmter deutscher Politiker hat gesagt, das ist die Freiheit, die am Hindukusch verteidigt wird. Da sage ich, das war der schwerste Fehler. Und was ist, wenn die Truppen angegriffen werden? Sind wir dann im Bündnisfall? Das ist meine Frage, wenn wir über die NATO reden. Und wenn wir über Afghanistan reden, dann möchte ich wissen, wer die Verantwortung dafür übernimmt, dass die Taliban jetzt die modernsten Waffen der Welt haben. Und um es ganz böse zu sagen mit Clausewitz, wer in einen Krieg geht, wer in einen Konflikt geht, muss sich vorher überlegen, wie aus dem Konflikt wieder rauskommt. Und wer keinen Plan hat, wie aus dem Konflikt rauskommt, der soll die Finger davon lassen. Der soll rausbleiben aus solchen Entwicklungen.